Tue dein Leib Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Heute geht es um das leibliche Wohl, ums Essen. Das zeige ich euch jetzt. Eine kurze Einleitung und dann mein Umgang mit Gabel, Löffel und Messer und zum Schluss gibt's noch ein feuriges Ambiente. Viel Spaß! Ich werde jemals kurz zeigen, welche Fußhabung für mich ungünstig ist und welche sich als fußtauglich erwiesen hat. Das muss aber nicht auf alle Menschen zutreffen. Wie ich schon sagte, möchte ich Inspirationen anbieten, die helfen können, eigene Wege zu finden. Aber vor dem Essen ist was nicht vergessen. Ich gebe ab für die Erlangung meines Abiturs und seine Ausbildung zum Mediengestalter wurde ich wieder bei meinen Eltern. Da meine Eltern sagten, sie verarbeiten, waren und ich keine Lust hatte, unter der Woche schon früh aufzustehen, mussten wir halt Möglichkeiten finden, wie ich das Frühstück und
das Mittagessen selbst einnehmen konnte. Kaffee. Dabei war die Gabel ein großartiges Hilfsmittel auf Obstgemüse, Töne mit Brot oder Würstchen und Verlassen. Eine Gabel hilft dabei selbst glitschiger oder unfundige Speisen zum Mund zu führen. Außerdem verändert sie, dass ich mir den Fuß komplett einsauere. Allerdings ist die richtige Haltung entscheidend. Die erste Verhandlung ist vorgünstig, um die Gabe zum Mund zu führen. Aber ich habe so keine große Kraft, um etwas aufzugabeln. Bei der zweiten Variante kann ich mehr Kraft auffinden. Aber das Wunsch ist schwieriger. Die folgende Möglichkeit vereint beide Vorteile miteinander. Hand und die Gabel sehr flexibel Fuß haben, leicht zum Mund führen und ausreichend Kraft aufwenden. Löffel. Die normalen Löffel sind ziemlich ungeeignet, weil es schwierig ist, den Löffel so zu lenken, dass die Falten von unten vom Teller bis zum Mund aufbleiben. Die einzige Möglichkeit, die mir zunächst einfiel, war diese Haltung.
Das hat jedoch den Nachteil, dass ein Teil der Lobbyflächen von meinem Grundheben gesetzt ist. Weil davon abgesehen ist, dass in dem Mundhöhen auch immer mit einem Mundkontakt mit meinem Käsezee verbunden. Nicht, dass es mich sonderlich stören würde, aber unpraktisch ist es trotzdem. Doch dann sah ich, ohne dass ich danach suchte, im Supermarkt einen Löffel mit einem anders geformten Griff und hatte plötzlich eine Eingebung. Ich wusste noch nicht so richtig, warum. Aber dieser Löffel anschieben wir irgendwie Fußes kaufte ich den Löffel und probierte es einfach mal aus. Und dieser lag kurz rumprobieren, lappte es perfekt. Aufgrund des Griffes, insbesondere der runden Ausbuchtung, kann ich den Löffel von unten bis um zum Mund relativ weit halten. Ein Freund damals, dass ich aus dem Mund hinten beiden durch das Zurückschnellen des Kopfes hineinbefördere und meinte. Diese Form des Griffes ist absolut unfußlich. Er ist zu glatt und zu schmal, dass ich effektiv etwas mit diesem Messer anfangen kann.
Der folgende Griff ist im Grunde genommen schon okay, weil er in der Mitte eine Anbuchtung hat. Dadurch kann ich jetzt viel besser greifen. Aber einfühlig kann ich diese Art von Messer auch nur bedingt nutzen, weil ich nicht genug Druck nach unten aufwenden kann, ohne den anderen Fuß zur Hilfe zu nehmen. Diese Art von Messer ist mir persönlich am liebsten, auch wenn sie eher zu Wolken als Binnenhaut gebraucht geeignet scheinen. Sie können sowohl zwei als auch einfüßig verwendet werden und sind dadurch jederzeit einsetzbar. So, ich wünsche euch wieder alles Gute und liebe Grüße. Fragen sind wie immer willkommen. Und meine Webseite kann ich heißes Text empfehlen. Geht weiter auf und seht selbst. Und heiß geht es auch weiter. Wenn ich mit einer schönen Frau zum Essen verabredet bin und etwas Leckeres gekocht habe, sage ich manchmal auch für stimmungsvolles Licht. Und dazu gehört natürlich auch das Anzünden von Kerzen. Dafür habe ich diese langen Streichhölzer für mich entdeckt.